Tag, liebe Leute, wir stehen hier vor einer weißen Wand und diese weiße Wand gehört zum Gelände der Gamevention und heute ist Fachbesuchertag und wir haben uns jetzt einfach mal aus der Menge irgendeinen rausgeschnappt, der neben mir einfach besser aussieht, denn hier laufen tatsächlich Leute rum, die sich mit der Materie auskennen und deswegen habe ich mir den Philipp geschnappt. Philipp ist hier, weil? Hallo, ich bin hier, weil... ich meine, es ist die erste Spielemesse in Hamburg. Da muss man natürlich mal antreten. Ich bin halt super interessiert, halt wie es wird und wie groß es eigentlich erst ist. Also man denkt ja immer so, ja, Gamescom in Köln ist natürlich groß bekannt. Ja. Was kann da schon irgendwie groß werden in Hamburg? Ist das überhaupt irgendwie, gibt das der Markt überhaupt her? Irgendwie 2 Messen oder so und das ist irgendwie, also ich finde das super faszinierend, weil das halt noch so ganz klein ist und man kriegt so das Pflänzchen direkt mit, wie es wächst und gedeiht, so irgendwie, sowas hoffe ich mir irgendwie. Und bist hier mit dem Buddy da, der steht jetzt gerade da hinten, der ist aber nur für PR da, oder? Also, hallo Buddy von Philipp. Es ist ja Fachbesuchertag, das heißt, ihr seid ja aus einem bestimmten Grund hier, das heißt, ihr seid... Also wir sind Entwickler, ich bin Designer und Basti ist Programmierer und wir werkeln gerade an unserem Erstlingswerk Lone Road. Das soll jetzt dieses Weihnachten soll es rauskommen. Ein kleines Adventure fürs iPad. Das heißt, es wir wissen noch nicht ganz genau, wo wir hin. Also wir sind beide noch hauptberuflich unterwegs als Designer und Programmierer entsprechend. Und wir tunken so unseren kleinen Zeh quasi in die Industrie und deswegen ist halt auch so heute irgendwie Fachbesuchertag und so ist natürlich dann auch irgendwie sehr interessant, um einfach mal zu sehen, wer noch so alles quasi hier sich rumtreibt. Und für euch die erste Veranstaltung, wo ihr als Fachbesucher auftretet? Wir sind öfter auf dem Indie-Treff Hamburg und so mit Game City gibt es ja auch. Aber es ist halt alles immer so sehr klein und familiär und also so. Also es hat alles mit Gaming zu tun, falls ihr jetzt nicht aus Hamburg seid und keine Ahnung habt. Nein, der hat keinen Schlaganfall, das gibt's hier wirklich. Also tatsächlich. Jetzt sind wir natürlich, also wir sind ja wirklich, Tag 1 ist heute, zum allerersten Mal gibt's diese Gamevention. Und wir haben natürlich uns überlegt, na, vielleicht finden wir ja coole Leute namens Philipp, mit denen wir einfach mal quatschen können. Und natürlich ist jetzt aber auch... Ich denke mir, auch als Veranstalter gibt es ja auch einen gewissen Druck, dass das alles irgendwie anläuft und so. Wir haben heute schon schon einige Vorträge gesehen und gehört. Also es ist wirklich sehr fachbezogen, Fachbesuchertag. Ich weiß, ich habe den Witz selbst mitbekommen. Aber für euch jetzt, was erwartet ihr jetzt von heute als Fachbesucher? Was erwartet ihr aber auch von morgen, wenn die Tore auch für alle anderen aufgehen? Was ist so, ja, Was denkt ihr, was könnt ihr mitnehmen? Oder wenn ihr überhaupt was mitnehmen wollt? Ja, es war natürlich, als ich ankam, war es so ein bisschen überraschend. Die Halle ist noch zu, es wird noch aufgebaut. Deswegen ist es gut, dass das Ticket gilt halt für alle Tage. Deswegen bin ich super, super gespannt auf morgen, weil ich habe einmal kurz, konnte ich reinlunsen in die Halle. Es wird tatsächlich noch wild aufgebaut, aber es sieht sehr vielversprechend aus. Und deswegen, heute sind halt hauptsächlich Talks, die zweite Bürgermeisterin war hier, hat die Flagge für die Politik hochgehalten und das zählt natürlich auch viel. Game City hat ein Funding angekündigt, was sehr wichtig ist jetzt für Spieleentwicklung. Das gab es irgendwie jetzt eine ganze Weile nicht in Hamburg. Wow. Und es wurde immer so irgendwie, so große Firmen sind in Hamburg, wie jetzt hier InnoGames und so weiter. Aber es ist in den letzten Jahren, es ist halt so ein bisschen eingeschlafen gefühlt, so Hamburg als Spielestadt. Und jetzt mit der Messe hier und mit dem neuen Funding und so weiter, vielleicht kommt ja wieder ein bisschen was in Gang. So, das wäre richtig toll. Also ich persönlich sehe hier tatsächlich, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für mich ist es so, wir haben sehr viele Branchenspezialisten da, also es ist wirklich sehr, sehr faktisch, wenn wir halt eine größere Veranstaltung sehen, also ich kenne es von der Gamescom, weißt du, da hast du einen Fachbesuchertag, aber das sind halt auch einfach Leute, die einfach schon mal glotzen, ne? Also keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwelche Kiddies von irgendwelchen Fachbesuchern oder so, ich weiß es nicht. Von daher finde ich es eigentlich ganz cool, dass jetzt
wirklich Leute mal aus dem Fachbereich da sind, wo man auch mal ein bisschen fachsimpeln kann. Mhm. Habt ihr schon mal hier irgendwie connected? Kennt ihr irgendwelche Kollegen oder habt ihr irgendwann getroffen oder so? Ja, haben wir auf jeden Fall vor. Ja. Basti ist so unser wandelndes Adressbuch quasi. Ich bin wahrscheinlich hier so der unprofessionellste Fachbesucher. Wen hast du mir da vor die Kamera gegeben? Genau. Nein. Nee, aber es ist halt wirklich so, dass es halt, weil es hier noch so klein ist und so das erste Mal und überhaupt so, jeder muss erstmal gucken und ja, Connections klar. Und so weiter, ist es halt noch wirklich ein sehr, sehr reines Fachbesucherding. So irgendwie. Es ist jetzt nicht so, dass man hier, also es ist jetzt nicht so, dass hier die großen Firmen sind. Vielleicht kommt das ja noch nächstes Jahr oder so. Ja, also kein man muss ja auch irgendwann mal klein anfangen, ne? Genau, also, genau. Und das ist halt irgendwie. Muss ich ja nach und nach aufbauen, würde ich mal sagen. Und dafür hat unser lieber Veranstalter hier auf jeden Fall einiges dafür getan, dass wir fachsimpeln können untereinander. Das werden wir vielleicht dann auch noch mal bei dem einen oder zehnten Bierchen vielleicht. Und ich bin auf jeden Fall, also ich für mich, bin auf jeden Fall gespannt, wen man hier noch so trifft. Auch jetzt für euch als Community, aber jetzt halt auch für Leute wie Philipp und Basti, der wandelnde Rolodex. Und ja, ich hätte gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Es gibt ja noch ein paar Vorträge. Und vielen Dank, dass du dich vor diese Kamera gestellt hast. Und dass du uns ein bisschen was aus deiner Perspektive mitgegeben hast. Von daher vielen Dank und viel Spaß hier noch. Ciao, ciao.